Leute, was war das bitte für ein Abend? Fenerbahçe ist in der Halbzeit mit 1:0 vorne, mit einem Elfmeter, der in meinen Augen gar kein Elfmeter war, aber ist mal dahingestellt, scheiß drauf. Enner Valencia macht das Ding natürlich rein, nachdem er eine hundertprozentige Torchance nicht reingemacht hat. Aber Jungs, was sagen wir denn? Der Typ ist doch der Torschützenkönig in der Super League. Er ist doch der krasseste überhaupt. Nein, nein, alles nur Geschichte, alles nur Fassade. Ich glaube, von 25 Toren hat er, ich will nicht lügen, ich will jetzt keine Scheiße labern, aber 10 oder 11 Tore mit dem Elfmeter getroffen. Deswegen, ich habe ihn nie überbewertet. Ich habe immer Enner Valencia als normalen Spieler angesehen. In meinen Augen ist der beste Stürmer bei Fenerbahçe Michy Batshuayi. Aber was weiß ich denn schon, ja? Jesus rastet ja aus, wenn mal ein anderer einen Elfmeter schießen will. Und er lässt immer nur Enner Valencia spielen. Deswegen hat er auch so viele Tore. Aber ist ja alles dahingestellt. Ist ja egal. Aber scheißt mal da drauf, Leute. Beşiktaş hat heute etwas geschafft, was sie wahrscheinlich in ihrer Clubgeschichte das erste Mal geschafft haben. Und zwar nach einem Rückstand zu 10 4 Tore gegen Fenerbahçe geschossen und das in Kadıköy. Das zeigt mir einfach, dass diese ganze Kadıköy-Geschichte einfach nur Vergangenheit ist. Ja? Seitdem Ali Koç da ist, gibt es das all das nicht mehr. Dieser Kadıköy-Fluch, sage ich jetzt mal. Um genau zu sein, 23 Jahre hat Trabzonspor nicht gewonnen in Kadıköy. Das hat Ali Koç ja auch vermasselt. Trabzonspor hat in Kadıköy gewonnen. 21 Jahre hat Galatasaray es nicht geschafft, aber durch Ali Koç haben sie es dann auch geschafft. Gençler Birliği anscheinend auch 21 Jahre, auch durch Ali Koç alles in Vergessenheit geraten. Göztepe auch 21 Jahre, auch in Vergessenheit geraten. Beşiktaş 15 Jahre, auch in Vergessenheit geraten. Sivasspor 7 Jahre, das ist jetzt nicht so wichtig, aber das stand jetzt mal da, ich lese einfach mal ab, auch in Vergessenheit geraten. Und jetzt kommt der heftigste Part, Leute, Şenol Güneş, aka Şenol San, hat noch nie gegen Fenerbahçe, glaube ich, ein Spiel gewonnen überhaupt als Trainer. Ja, heute hat er das erste Mal gegen Fenerbahçe gewonnen als Trainer. Und ja, das zeigt mir einfach, dass Fenerbahçe einfach eine Mannschaft ist, die wirklich allesamt mal gemeinsam mal so eine heilige rituelle Gebetswaschung nehmen sollten. Und das allererste, was sie machen sollten, ist Ali Koç wegschicken. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute. Aber ihr wisst, was letztes Jahr mit Galatasaray war. Burak Elmas, ich dachte auch, der Typ ist sympathisch, dies, das. Aber der Erfolg war nicht da. Galatasaray war unterirdisch schlecht in der Liga, also im Verhältnis. Weil Galatasaray spielt immer oben mit und wenn sie mal irgendwie auf dem 6., 7. Platz oder auf dem 10. Platz sind, dann ist das einfach unterirdisch schlecht für Galatasaray. Für Göztepe ist es vielleicht gut, für Ankara Gücü ist es vielleicht gut, aber nicht für Galatasaray. Und was haben die gemacht? Die haben Burak Elmas direkt weggeschickt. Dominik Torrent konnte nichts dafür, aber weg mit dem, weil die einfach klar Schiff machen wollten. Ja, und jetzt seht ihr, wie es bei denen läuft. Sie haben qualitativ hochwertige Spieler gekauft und sie werden auch verdient Meister. Außer Beşiktaş kommt noch von der Ecke und sie schaffen es irgendwie Meister zu werden. Also Beşiktaş, ich bin euch ehrlich, heute dachte ich wirklich, Beşiktaş spielt komplett scheiße, ja, die erste Halbzeit. Ich dachte mir, was ist eigentlich die Mission von Beşiktaş? Also vor allem mit Şenol Güneş, viele wissen auf dem Kanal, ich habe ihn öfter mal kritisiert und heute dachte ich auch, was macht er eigentlich? Aber dann hat er ein Spiel eingewechselt, einen einzigen Spieler hat er eingewechselt, der hat alles auf den Kopf gestellt. Nathan Redmond, Leute, Bruder, ein Tor und 3 Assists, der Bruder hat heute wirklich alles, ja, ich sag jetzt mal, zerstört, damit das Video auch nicht gesperrt wird im Nachhinein. Und Beşiktaş hat heute mit diesem Sieg gegenüber Fenerbahçe definitiv gezeigt, dass Fenerbahçe aus dem Meisterschaftsrennen raus ist und die Fans sind dann auch eskaliert. Ja, die haben einige Slogans gerufen, vor allem gegen Ali Koç. Und das finde ich auch gut, um ehrlich zu sein. Also ich meine, die haben viel zu wenig gemacht. Normalerweise, ja, 5 Jahre keine Meisterschaft. Ja. Dass der Typ überhaupt noch da sein darf, dass er überhaupt noch im Kongress mitreden darf. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre auch schon zu viel, aber der Typ ist immer noch der Präsident. Ich sag nochmal den Vergleich, Burak Elmas, 6 Monate, kein Erfolg, zack, weg. Ali Koç, 5 Jahre kein Erfolg und 5 Jahre Erniedrigung in meinen Augen. Und der Typ ist immer noch da. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es euch geht dabei, Leute, aber da sollte ein Muster erkennbar sein. Vielleicht sollte man einfach mal Ali Koç wegschicken und einen neuen holen. Aber, ja, ihr wisst, damals haben die Fenerfans auch gesagt, Aziz Yıldırım, 2 Jahre, 3 Jahre keine Meisterschaft, was ist los? Es muss ein neuer Winter, Ali Koç. Und ich muss auch sagen, damals, ich habe das ziemlich nah mitverfolgt. Und meine Gala-Kollegen und Beşiktaş-Kollegen, die waren so, wie soll ich sagen, die hatten auch so ein bisschen Schiss vor dem Typen, weil ihr wisst, Ali Koç, einer der reichsten Männer in der Türkei, die dachten sich, der holt Ronaldo. Aber im Endeffekt hat er, glaube ich, der beste Transfer von ihm war ein verwaschener alter Mesut Özil. Also, es ist sehr ironisch heute. Aber Leute, nichtsdestotrotz, ein sehr großer Respekt geht raus an Beşiktaş. Beşiktaş hat wirklich noch reelle Chancen auf die Meisterschaft. Vor allem, wenn die Spiele gegen Gaziantep und Hatayspor gelöscht werden. Dann hätten sie mit einem Spiel mehr, soweit ich weiß, nur noch 3 Punkte Abstand zu Galatasaray. Und das könnte sich auch sehr schnell ändern, weil die beiden Clubs spielen ja bald gegeneinander. Wenn Beşiktaş zu Hause gegen Galatasaray gewinnt, dann werden die Karten komplett neu gemischt. Ich weiß nur nicht, ob
Beşiktaş die Kraft dazu haben wird. Wisst ihr, was ich meine? Also Galatasarays Kader ist dann doch schon deutlich fortgeschrittener, deutlich stärker und sie haben auch deutlich bessere Alternativen. Bei Beşiktaş sind die Alternativen nicht so groß. Ihr wisst Bescheid, heute hat sich auch Talha verletzt. Gute Besserung an den Bruder. Jetzt sieht es eigentlich nicht mehr so gut aus in der Verteidigung für Beşiktaş, aber anscheinend können sie Tore schießen. Und ja, wie gesagt, ich würde mein Geld, wenn ich wetten würde, was ich nicht empfehlen würde, aber ich würde mein Geld halt auf Galatasaray verwetten, wenn es darauf ankommen würde. Aber Beşiktaş hat immer noch Chancen. In meinen Augen, natürlich hat Fenerbahçe genauso Chancen, theoretisch gesehen. Aber der Zug ist abgefahren, Leute. Also die ganze Moral ist im Keller. Der Support von den Fans wird nicht der gleiche sein. Jesus ist seit der WM-Pause komplett nicht mehr bei sich. Der Typ ist irgendwie in Brasilien oder sonst wo. Keine Ahnung, woran der Typ noch so denkt. Ja, ganz komischer Typ geworden. Und die Mannschaft glaubt gar nicht mehr an sich. Also scheiß mal da drauf, scheiß mal auf den Präsidenten, scheiß mal auf den Trainer. Du spielst gegen Beşiktaş, gegen einen Rivalen, gegen einen Erzrivalen, wenn man so will. Alter, die sind zu zehnt. Die sind zu zehnt. Das ist lächerlich, dass du überhaupt Tore kassierst. Und da kassierst du 4 Tore. Scheiß mal da drauf, wenn du 4 Tore kassierst, dann schießt du 5 gegen diese Leute. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das haben sie auch nicht hinbekommen. Deswegen, für mich persönlich ist der Zug abgefahren für Fenerbahçe. Sehr schade, sie haben diese Saison gut angefangen, aber ja, das ist auch nicht alles im Leben. Man muss halt immer konstant seine Leistungen bringen und nicht nur am Anfang der Saison und danach gegen Ende danach lassen. Das bringt einfach alles nichts. Ja, Leute, das ist der Stand der Dinge. Die Super League-Karten sind komplett neu aufgemischt worden. In meinen Augen hat Galatasaray die beste Chance, Meister zu werden. Aber Beşiktaş hat auch reelle Chancen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Derby in ein paar Wochen. Mich wird auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Das war's soweit von meiner Seite. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich bin aber somit raus. Peace.